Ja, das ist so eine Art leichte Lektüre heute Abend. Leider habe ich keine passende Kulisse zu bieten. Nichts mit Palmen, nichts mit lauschiger Inselmusik, keine Baströckchen, keine hübschen Damen. Meine Frau ist nämlich gerade nicht zu Hause. Was ich euch dafür zeigen kann, ist eine mit Milonga gefüllte Stanwell Sterling, die ich mal von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Ein geiles Teil, wunderbar verarbeitet, hat sogar eine nette Sandstrahlung, ist einfach eine wunderschöne Form, gefällt mir außerordentlich gut. Brauche ich leider viel zu selten. Ja, die würde ich auf meine einsame Insel nicht mitnehmen. Ich gehe einfach mal von einer einsamen Insel aus. Wenn es irgendeine andere Insel wäre, Neuseeland oder Australien oder so, dann könnte man sich sicherlich drumherum schummeln. Was ich aber mitnehmen würde, ist dieses hier. Meine Mangersche Avocado. Ein robustes, freundliches Teil. Gutmütig zu rauchen und im extremen Notfall auch als Hammer zu verwenden. Ja, also, die Manga Avocado wäre die Pfeife meiner Wahl für die einsame Insel. Und mh, 100 Gramm Tabak wäre für 3 Wochen auch schon okay. So viel rauche ich ja nicht. Ich würde den Sillens Schwarz mitnehmen. Eine schöne Mischung, aromatisiert etwas mit einem netten Latakia-Anteil, einer der wenigen Latakia-Tabake, die ich wirklich mag. Und ich denke, der würde mir über 3 Wochen auch nicht langweilig werden. Und nach 3 Wochen könnte ich wieder zurück. Nette Idee. Ich werde im Übrigen das Video noch ein zweites Mal einstellen. Und zwar auf Englisch und versuchen, das Ganze auch ein wenig in die englischsprachige Community hineinzustreuen. Und damit wünsche ich euch einen angenehmen Abend und wir sehen uns hier wieder. Hoffe ich doch.